Ich habe gerade nur, bevor die angefangen haben zu reden, ein Foto gemacht, damit ich weiß, wo der erste Part aufhört. Ja, wir sind jetzt schon im zweiten Part. Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Part, ne, Freunde, alles cool. Ich bin's, der Firestorm LP und wir spielen Assassin's Creed Revelations. Wir müssen jetzt hier rein, um die Sinknoten zu finden und die Sinknoten zu vollenden, die Erinnerung aufzuknacken, bis unser Vorfahr uns nichts mehr zu sagen hat und zu zeigen hat. Und dann sind wir hier befreit und dann ist wieder unser Gehirn voll in Ordnung und wir können unser Thing tun, ja, wie LeFleur immer sagen, immer cool sagt. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen hier rein und gucken, was Ezio uns noch zu sagen hat. Ubisoft präsentiert ein Spiel von Ubisoft Montreal, Ubisoft Annecy, Ubisoft Bukarest, Ubisoft Massive, Ubisoft Quebec, Ubisoft Singapur. Claudia, meine geliebte Schwester. Ich war nun eine Woche in Akkon. Sicher und voll Zuversicht und doch aufs Schlimmste gefasst. Die Männer und Frauen, die mir hier Nahrung und Obdach boten, warnten mich, dass der Weg nach Masyaf vor fremden Söldnern und Banditen nur so wimmelte. Was das bedeuten könnte, wag ich nicht zu denken. Als ich Rom vor 10 Monaten verließ, hatte ich nur eins im Sinn. Zu entdecken, was unser Vater nicht fand. In einem Brief, der 1 Jahr vor meiner Geburt geschrieben wurde, erwähnt er eine geheime Bibliothek unter der Burg Masyaf, ein Heiligtum, angefüllt mit unschätzbarem Wissen. Also was mag ich dort wohl vorfinden? Wer wird mich empfangen? Ein Trupp übereifriger Templer, meine schlimmste Befürchtung, oder nichts als das Pfeifen eines kalten Windes. Masyaf hat seit nun fast 300 Jahren keine Assassinen mehr beherbergt. Können wir noch Anspruch auf die Burg erheben? Sind wir dort willkommen? Ach, ich bin das Kämpfen leid, Claudia. Nicht, weil ich müde bin, sondern weil sich unser Krieg nur in eine Richtung zu entwickeln scheint. Ins Chaos. Ich habe inzwischen mehr Fragen als Antworten. Und deshalb bin ich so weit gereist, um Klarheit zu finden. Um die Weisheiten des großen Altair zu finden. Und um den Sinn unseres Krieges besser zu verstehen. Und meinen Platz darin. Sollte mir etwas zustoßen, Claudia, sollten meine Fähigkeiten unzureichend sein oder mein Ehrgeiz mich verführen, suche nicht in meinem Andenken nach Rache. Kämpfe, um die Suche nach der Wahrheit fortzusetzen, zum Wohle aller. Mein Leben ist nur eines unter Tausenden, und die Welt wird es verkraften, sollte es vorzeitig enden. Assassin's Creed Revelations. Badam, badam, badam. So. Nur jetzt müssen wir in die Burgmasse vordringen und es wird uns das Klettern gezeigt. Ja, jetzt tu nicht so, als könntest du nichts. Sequenz 1, eine Art Heimkehr. Wir folgen der Silhouette von Altair Ibn Lahed, oder wie der heißt? Keine Ahnung, wie der heißt. Du kannst nicht fliehen. Oh Gott, Junge. Was geht denn noch so?
wusste nicht mehr genau, wie man kontert, weil das ja jetzt auch in Teil 3 und dann später auch immer sich ändert. Bis Revelations ist ja noch so dieses alte Kampfsystem. Und danach gibt's ja dann das Neue sozusagen. So, Alter, ja, wo geht's hin? Junge, Junge. Kurz durchsuchen. Ja, Alter, ja. Silhouette, was auch immer. Warte ab, Junge. Durchsuchen natürlich, damit wir immer schön Munition etc. alles bekommen. Das ist ja unser Begehr und los geht's weiter. Den Aufzug hier. Klettern, Alter, ihr hinterher. Ganz genau. So sieht ja aber schön aus noch, Masyaf. Also ich meine, wir kennen es ja noch aus dem ersten Teil. Und hier sieht er eigentlich, hat er nicht viel von seinem Glanz verloren. Es gibt ja Gründe, warum, und die werden auch noch in Revelations betont, warum die Assassinen Masyaf aufgegeben haben. Wenn man das so nennen kann, aufgeben, ne? Ist ja ein unschönes Wort. Für einen erfolgreichen Orden, ne? Ist ja mal unschön zu sagen, ja, wir haben das jetzt aufgegeben. Den Ort. Aber es war ja so. So. Folge dir, mein Freund. Mein Mentor. Ganz ruhig, Alter, ihr. Den kann man auch noch ausrauben. Und wir interagieren mit diesem Gerät oder mit dieser Statue. Einen Moment kurz. Ich muss gerade was machen. Inventar? Was haben wir denn für Monturen? Doch die? Die? Achso, ja, die haben wir noch freigeschaltet. Sprachlöcher, Musik. Aber vielleicht muss ich einfach bei mir ein bisschen... So. Missionsmarkierungen. Dann gehen wir da mal zur Missionsmarkierung.
Was glaubst du, wo der herkommt? Das könnte unser... Mist! Ergreift ihn! Ach komm. Meine Güte. Denkt auch über King Julian, ne? Dachte auch, der denkt auch, da wäre der King vom Land gerade hier. Pusteblume, Junge. Drei sehr schön leise ausgeschaltet. Der vierte war dann leider etwas lauter. Aber ich meine, wir sind ja auch. Ich spiele ja auch Assassin's Creed, da ist völlig egal, ob man laut ist oder nicht. Also manchmal. So. So, mein Freund, was hast du zu sagen? Warum bist du hier? Vom Arzt für die Templer. Verschont mich, bitte. Ich bin nur Arbeiter. Ich habe Familie. Welche Arbeit verrichtet ihr? Meistens graben. Es dauerte ein Jahr, diese Kammer zu finden. Und seit gut 3 Monaten versuche ich, diese Tür zu durchbrechen. Ihr seid noch nicht weit gekommen. Ich hinterlasse keinen Kratzer. Dieser Stein ist härter als Stahl. Das wird nichts werden. Diese Tür wacht über Schätze weit wertvoller als alles Gold der Welt. Ah, ihr meint Edelsteine. Da sind Schlüssellöcher. Wo sind die Schlüssel? Die Templer fanden einen unter dem Palast des osmanischen Sultans. Bei den anderen wird ihnen wohl ihr kleines Buch behilflich sein. Welches Buch? Ein Tagebuch oder so. Der hässliche Hauptmann, er hat es bei sich, wohin er auch geht. Geht heim. Sucht euch eine ehrliche Arbeit. Oh, ich würde gern von hier verschwinden. Aber diese Männer, sie töten mich, wenn ich gehe. Packt eure Sachen. Eine Art Tagebuch. Ein geheimnisvolles Tagebuch hat die Templer nach Marsiaf geführt. Wenn sie den Hauptmann der Templer und nehmen sie es ihm ab, akzeptieren. Volle Synchronisation, die Verfolgung darf nicht scheitern. Das wird ja lustig. Gut, machen wir das, akzeptieren wir. Okay, man kann ja so mit so ein paar Sachen interagieren. Jetzt noch mehr zu interagieren. Ich meine, den Ort hier kennen wir ja an sich von Assassin's Creed 1. Okay, gehen wir raus. Der Assassine darf dieses Buch nicht in die Finger bekommen. Sobald wir Leandros erreichen, werden wir ihn aus dem Dorf heraus eskortieren. Ihr bleibt zurück und sorgt dafür, dass wir nicht verfolgt werden. Oh mein Gott, die könnten mich so aufhalten. Ich kenne diesen Mann. Ja? Du kennst mich? Sicher? Du such mal kurz die Gerle. Was sie so bei sich haben. Dann klettern wir hier hoch. Runter oder stirb! Auf ihn los! Boah, Junge. Die neuen Moves, Alter.
Alter, Junge. Ezio, Junge. Rebrand. Und den. Moment. So. Kurz Foto gemacht. Das war's, ne?